Es gibt manchmal noch einen Geschmack von Erinnerung in mir, wie das alles mal war. In der geistigen Welt. Und ich erinnere mich an diesen, ja, an diesen Geschmack der Rastlosigkeit, den ich so erfuhr, dass ich mich nirgendwo wirklich niederlassen konnte. Dass etwas drängte, mich zu bewegen, mich irgendwohin zu bewegen. Und dass in dieser Rastlosigkeit und auch von diesem Schmerz schreibst du hier in deinem Brief auch diese das ständig Unvollendete liegt. Das ist ja eine Qual des Rastlosen, dass er nie lange genug an einem inneren Ort verweilen kann, dass es zur Vollendung, zur vollständigen Vollendung der Aufgabe kommt. Die Ungeduld, die Rastlosigkeit treibt ihn weiter. Und ich erinnere mich an diesen Geschmack dieser Spur, das sind alles nur so Kleinigkeiten, dieser Spur der unvollendeten Dinge. Die alle nicht sorgsam zu Ende geführt wurden. Und es ist eine Spiegelung eines inneren Zustandes. Und wie wir inzwischen in den Zusammenhängen auch wissen, ein Zusammenhang mit der Nichtvollendung des göttlichen Werks. Und das ist eine der tiefen, wirklich Qualen des Rastlosen, dass er es nicht vermag, die Ruhe und den Frieden der Vollendung zu erfahren, weil er nicht die Geduld hat, lange genug zu rasten. Anstatt also nur die Grauheit und den Schmerz zu sehen, den die Rastlosigkeit verhindern will, wie du in deinem Brief schreibst, geht es ja auch darum, zu sehen, dass der Rastlose meidet, wirklich die Ernte einzufahren. Er ist schon wieder unterwegs. Weißt du, und es ist so gut, im Zustand des Gewahrens des Selbst nirgendwo hin zu müssen. Auch nicht in der äußeren Welt. Abenteuerreisen in der äußeren Welt sind langweilig. Wenn das als Kompensation herhalten muss und der Antrieb die Rastlosigkeit ist. All das ist nichts gegen diesen einen Augenblick von Versunkenheit in dir selbst. Versunkenheit im Sein selbst.
Das ist die Rast, die Heimstätte, nach der du suchst. Und dass du jetzt paradoxerweise ausgerechnet dein Heim verlässt. Also scheinbar das Gegenteil geschieht. Ist nicht im Widerspruch dazu, diese innere Rast zu finden. Also dieses innere Heim, wo du zur Ruhe kommst und wo du vor allem eben die Flucht aufgibst. Die Flucht lohnt sich nicht. Der Flüchtende muss immer wieder daran erinnert werden, dass diese Flucht sich einfach nicht lohnt. Es ist so ein hartnäckiger Mechanismus in den Menschen, dass sie einfach nicht wahrhaben wollen, dass diese Flucht einfach es ist die Flucht vor den eigenen Schatten. Sie haben das alle schon mal gehört und trotzdem halten sie nicht an. Man flüchtet vor den Schatten und die Schatten sind immer noch hinter einem. Erzähl mir mal von einem einzigen Menschen, der flüchtend seine Schatten losgeworden ist. Die Grauheit, den Schmerz. Ja, wie kommt es, dass du es nach all den Jahren der Zen-Meditation immer noch versuchst? Ja, ich kann bezeugen, dass da eben irgendwie ein Gift wirkt. Vor allem eben nicht die Dinge zu Ende zu machen. Weil dann würde, bevor das nächste beginnt, ein Raum sein. Einfach eine Pause entstehen im ständigen Bewegen. Ja, und für mich sieht das aus, für meinen Geist sieht das aus wie Tod, wie der Tod. Die Bewegung in der Beziehung macht dieses Anhalten scheinbar nicht möglich. Also in Meditation kommt mir vor, als wenn ich da wie einen anderen Raum betrete, in der es keine Beziehung gibt. Okay. Nun, wie du weißt, und ich habe des Öfteren darüber gesprochen, komme ich aus einer sehr radikalen Tradition, in der selbst sitzende Meditation nicht abgelehnt wird, aber nicht mehr von wirklichem Interesse ist. Und die Frage, die ich dann immer wiederholt habe, und das ist genau die Frage an diesem wunden Punkt. Es ist ja schön, wenn jemand eine Stunde am Tag meditiert, aber was ist mit den anderen 23 Stunden? Das ist die entscheidende Frage. Ich meine, was nützt es, im Zazen einen Raum der Nichtbeziehung zu betreten? Ja, den vielleicht, es gibt einen Wunsch vielleicht dahinter, diesen Raum auszudehnen. Dieser Wunsch ist nachvollziehbar und ich weise auch auf
die Gefährdung hin, dass die Praxis auch zum Gegenteil führen kann, dass der Raum darauf sich begrenzen will. Was du wirklich willst, ist doch eine Beziehungslosigkeit. In der das Einssein mit alles und allem zugegen ist. Und das ganze Beziehungskonzept, das der Geist verfolgt, ist im Grunde eine billige Kopie des Versuches von Einheit. Nähe und Einheit. Und sein Beziehungskonstrukt will das herstellen. Was dazu führt, dass er statt Einheit Verstrickung vorfindet. Das ist ja auch eine Form von Einheit. So weit verstrickt, dass nur noch ein Knäuel existiert. Das ist ja eine Form von Einheit. Nur es ist nicht ganz die Einheit, von der die Lehren zeugen. Der Zustand der Meditation. Ist jener Zustand, den wir nie verlassen dürfen. Wir können es nicht machen, und dennoch hören wir das. Die Entstrickung mit der Welt und die Entstrickung mit dem Versuch, die Welt zu distanzieren. Distanzierung ist auch Verstrickung. Alles das zurückzulassen und einzukehren. Das Innerste. Den innersten Tempel des Daseins. Für viele weitere interessante Darshan-Ausschnitte und Interviews mit Om abonniere unseren YouTube-Kanal. Om lehrt und wirkt im In- und Ausland, besonders im Klostergut Saunsdorf in Norddeutschland. Wenn du Om nahe kommen und über seine Initiativen erfahren möchtest, findest du alle Informationen auf www.om-stiftung.org.